Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ja, ich habe hier einen Münzbarren in der Hand, einen ganz speziellen mit einem neuen Design, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Und ich glaube, für die Silberliebhaber unter Ihnen könnte das was sein. Also bleiben Sie dran. Ja, wer es schon mal aus der Entfernung erkennen kann, hier handelt es sich um einen 1-Unzen Silbermünzbarren, einen Cook Islands Münzbarren. Der hat eine ganz neue Optik, eine tolle Optik, die mich wirklich begeistert hat, in vielen verschiedenen Größen, die wir jetzt auch nach und nach im Shop anbieten werden. Hier handelt es sich um den gängigsten, um den beliebtesten 1-Unzen Silbermünzbarren. Und als 1-Unzen Silber-Variante zu einer Münze finde ich es eine tolle Alternative, weil die Besteuerung dieses Barrens letzten Endes genauso günstig ist wie bei Maple Leaf, Krügerrand und Känguru Nugget, die Sie bei uns im Shop finden. Wie es aber im Detail aussieht, das schauen wir uns einfach mal gemeinsam in der Nahaufnahme an. So, meine Damen und Herren, was Sie hier sehen, ist der 1-Unzen Silbermünzbarren. Hier unten drauf erkennt man die Bounty. Wer vielleicht den Film Meuterei der Bounty oder das Buch gelesen hat, dem ist das Ganze ein Begriff. Die Cook Islands, also der Inselstaat Cook Islands, die letzten Endes auch in enger Verbindung zur Bounty stehen, werden hier auf einem Münzbarren gepaart. Dieses SMI, das da untersteht, ist einfach nur der Hersteller Sunshine Minting Incorporation in den USA. Die haben selbstverständlich eine sehr große Erfahrung als Hersteller, denn die prägen zum Beispiel auch den American Eagle oder den Krügerrand. Also qualitativ kann man sich hier auf was richtig Hochwertiges gefasst machen. Der Ausgabejahrgang dieses Barrens war das Jahr 2017. Das kann man hier unter der Queen gut erkennen. Und das, was Sie hier rund aufgeprägt sehen, mit einem Nennwert von $1 hier oben, das ist eine Münze. Und deswegen ist dieser Barren auch nicht steuerlich regelbesteuert, wie es ein Barren eigentlich sein sollte mit 19%, sondern er ist differenzbesteuert und damit wesentlich günstiger und wird damit genau wie eine Münze besteuert. Das ist der Trick der ganzen Geschichte. Was sehen Sie da als Plastikverpackung drumherum? Diese Plastikverpackung drumherum, die dient einfach dem Ganzen, dass der Barren nicht anläuft. Das heißt, Sie haben schon mal einen entsprechenden Schutz, besser als bei vielen Münzen. Und Sie bekommen natürlich, wenn Sie größere Mengen kaufen oder bei uns bestellen, diese Plastikverpackung aneinandergereiht in größeren Streifen. Es ist so, dass hier auf der Rückseite ein Echtheitszertifikat bei jedem Barren dabei ist, auch besser als bei einer Münze. Also für diejenigen, die jetzt sagen, okay, ein Münzbarren wäre auch mal eine Alternative. Sie sehen hier nochmal das Echtheitszertifikat. Hier unten hat der Tom Power, der Präsident der Sunshine Minting Incorporation, unterschrieben. Man sieht den Nennwert darauf. Und es ist eben so, dass die Barren selbst nicht nur in der 1-Unzen-Variante, also 31,1 Gramm erschienen sind. Die gibt es auch in kleineren Stücken, 20 Gramm, 10 Gramm, 5 Gramm und gibt es auch hoch bis zu 100 Gramm, meine ich, oder 250 Gramm mit dem neuen Design. Wir werden nach und nach alle Designs anbieten, weil wir wirklich begeistert sind. Auch die Ausgabeagentur, die diese Barren beauftragt haben, sind sehr zuverlässige Kaufleute, die das schon seit Jahrzehnten machen, viel Erfahrung im Geschäft haben und einfach auch das Gefühl haben, was die Menschen möchten. Und wir haben jetzt selbst, als wir den Barren in der Hand hatten und vielleicht vergleichsweise mal mit dem Münzbarren des Drachen von der Perthmint verglichen haben, gemerkt, wie hochwertig der eigentlich ist und wie durchdacht auch diese Sicherheitstechnologie ist, die quasi hier im Hintergrund geschwungene Form um das Motiv annimmt. Also für diejenigen, die sagen, Münzbarren als Alternative zu einer Münze, das wäre mal was für mich. Hier kann ich nur mal einen Daumen hoch geben. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und schalten Sie auch die nächsten Videos wieder ein. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Ich hoffe selbstverständlich, dass der ein oder andere an den Münzbarren gefallen gefunden hat. Lassen Sie uns bitte einen Daumen hoch hier. Schreiben Sie auch mal hier unten in die Kommentarfelder Ihre Meinung zu dem Barren. Gefällt er Ihnen oder sind Sie eher Münzfan? Das würde mich persönlich interessieren. Ansonsten abonnieren Sie den YouTube-Kanal und schalten Sie auch die nächsten Videos wieder ein. Sollten Sie eine Beratung wünschen von mir oder unserem Team, dann dürfen Sie gerne jederzeit anrufen. Sie erreichen mich, meinen Vater, unser gesamtes Team dort jederzeit persönlich und wir werden uns immer die Zeit nehmen, Ihnen alle Fragen zu beantworten. Vielen Dank und bis bald. Auf Wiedersehen.